So ihr Lieben, hallo, heute wieder Ritze kocht für euch und zwar heute mal was ganz Spezielles. Hatten wir noch nicht gehabt in den Folgen bis dato und jetzt schimpft der Robert schon wieder. Nee, wen sein Telefon war das, Robert? Telefon aus. Wem sein Telefon? Wessen? Robert, war es deins? Nee, deins. Meins bestimmt in der Tasche, egal. Also nochmal der Ritzo hier. Heute Ritzo kocht und zwar kochen wir heute was Veganes. Ich habe einen speziellen Gast heute, kenne ich schon seit, weiß nicht, werden wir dann gleich klären, aber er hat auch mit Genuss zu tun und zwar ein Genussmittel, was für mich tagtäglich immer eine Rolle spielt, Kaffee. Begrüßt dann mit mir den Stefan Meyer-Götz aus der Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist und wir gemeinsam was Leckeres zaubern und über Kaffee reden. Also bleibt dran, bis gleich. Hier sind wir wieder. Stefan. Moin. Weg gefunden nach Konradsdorf? Ich dachte, ich muss aber tanken. Aber wenn du einmal angekommen bist, dann ist alles gut. Mega, oder? Super toll. Wunderschön. Drei Seitenhof. Also wer hier noch nicht war, kommt vorbei. Genau, unbedingt. Stefan. Mhm. Ich glaube, ich hatte heute nur zwei. Tagesdosis sind so 5 oder 6. Auli. Das ist ja eigentlich so dein Thema schlechthin, oder? Kaffee? Also man muss sagen, dass die letzten 2 Jahre noch gute Jahre auch für uns waren, weil natürlich der Privatkonsum gestiegen ist. Mhm. Also von anfanglich 164 Liter, was der Deutsche trinkt im Jahr, sind wir jetzt, glaube ich, bei circa 170. Trink mehr. Erzähl mal ganz kurz. Also wir haben uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht. Also ich war auf der Suche damals mit meinem damaligen Partner nach einer Lagermöglichkeit. Aber es muss doch vorher gewesen sein. Ob wir uns vorher auf einer Messe irgendwo gesehen haben oder irgendwie kennengelernt haben, ich weiß nicht. Ihr seid jetzt einfach so reingewackelt. Naja, jedenfalls. Also wir haben uns gesehen, wir hatten dann ein gemeinsames Lager zusammen. Das war schön. Das ist jetzt schon 3 Jahre her, 4 Jahre? Länger. 5. 5 Jahre her auf der Meschwitzstraße in Dresden. Und da ist die Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei. Da wird toller Kaffee geröstet, jeden Tag. Ich bin stolz darauf, dass wir so tollen Kaffee haben. Also von daher, wir sind mega happy. Ich war auch heute Morgen noch schnell in der Rösterei und habe was mitgebracht natürlich, weil ohne Kaffee... Wollen wir mal? Wir könnten. Ich würde bloß mal ganz kurz noch sagen, also Kaffee ist auf jeden Fall heute das Thema schlechthin, aber wir werden natürlich auch noch was zubereiten, was kochen. Das interessiert natürlich auch den einen oder anderen. Dazu kann man natürlich auch Kaffee trinken und wir machen was ganz Spezielles und zwar gibt es einen Couscous-Salat mit einem geschmolzenen Feta, grüner Spargel, mega, schöne mediterrane Kräuter etc. pp. Und dazu machen wir on top... Wollen wir Kaffeesalz, Kichererbsen oder Crunchy? Wir sind da, wir haben alles da. Wir aber du hast machen. Noch was anderes mit. Ne? Ah, wir haben noch was mit, ja. Aber also was man wirklich sagen muss, und das war mein Wunsch an dich, dass wir das vegan machen. Weil vegan ist the future. Und ich glaube, wir sollten uns, also nicht, keiner muss 100% vegan leben, aber vegan interessiert sein. Und ich glaube, wenn wir es hinkriegen, dass 70% in Zukunft mehr vegan ist als 100%, also dann, also 100% Fleisch essen, sondern 70% vegan und 30% Fleisch, aber dann wirklich mit bester Qualität, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Das ist halt der Punkt, ne? Also Nachhaltigkeit spielt immer eine große Rolle, bei euch mit Sicherheit beim Kaffee genauso. Immer. Ne? Und natürlich die Regionalität in der Hinsicht. Gut, Kaffee wächst natürlich jetzt hier nie unbedingt in Brandenburg, oder? Nicht wirklich, aber was anderes, und zwar die Lupine, die kommt aus Sachsen. Okay, dann kommen wir, denke ich mal, später zur Lupine. Mhm. Du kochst Kaffee?
Ich würde jetzt Kaffee kochen. Wir haben ja schon crazy heißes Wasser aufge... Ob das heiß ist? Ich guck mal. Hot. So, das ist ja auch hier eine Werbeveranstaltung. Nein, also ich habe was Kleines mitgebracht für alle, die gerne mal einen kleinen Kaffee trinken wollen, aber den ganzen Mist nicht machen wollen mit ganze Filtermaschine ansetzen, die Siebträgermaschine aufheizen, die gerade gereinigte Miele wieder anschmeißen. Du bist ja manchmal der Sklave deiner Maschine. Und das bist du eben nicht, wenn du kurz zur Hand hast einen kleinen Mini-Filter. Das Schöne ist, aluminiumfrei, ne, auch wichtig, ist wirklich wichtig. Der Rest ist einfach nur noch nicht gut. Ich kann auch Bullshit sagen, aber im Endeffekt wäre das nicht so schön. Aber Aluminium braucht heute kein Mensch mehr. Richtig. Dann ist hier ein kleiner Mini-Filter drin. Den reißt man so ein bisschen an der Seite auf, also beziehungsweise dass diese Hakeposition geöffnet ist. Ah, okay. Aha, jetzt kommt's, jetzt kommt noch crazy. Open hier, also frei übersetzt, öffne hier. Aufreißen und jetzt kommt's. Schnuppern. Geil. Einfach. Aber die Laschen könnte man noch ein bisschen länger machen, oder? Dann gehen die über die Ohren. Wäre eine PCR, nee, wie heißt die? FFP2-8. So. Das sieht dann mal geil aus, oder? Und dann hast du das einfach hier drauf und dann sagst du, Bock auf Kaffee? Und wenn dann jemand noch rummuckelt, sagt, ich war jetzt vor kurzem in Peru, bla bla bla. Und du hast eine große Auswahl an verschiedenen, also wir haben aktuell, glaube ich, 15 verschiedene Kaffees da, in solchen kleinen Minifiltern. Vor allem das Geile ist, entkoffiniert. Krass. Für alle ist es immer so ein Nervthema, wenn jemand sagt, oh, wenn die Oma kommt, ich hätte gern entkoffiniert. Und denkst du jedes Mal, oh. Somit sagst du, Oma, kein Problem. Boom. Und dann machst du das und alles ist gut. Also, jetzt kommt die heiße Phase und wir machen das höchst professionell, wie in jeder normalen Küche das gemacht wird. Man nehme eine Kelle, ne? Und trifft die Hand nicht. Und trifft die Hand nicht, aber den Filter. Und jetzt kommt's. Wow. Nee, jetzt muss man erstmal ein bisschen Blooming machen. Kannst du da noch ein bisschen Power draufsetzen? Soll auf ich nochmal? Na, mach richtig volle Latte nochmal. Ja, warte mal, da gehen wir auf die Induktion, da geht's schneller. Jetzt sind wir aber in dem Bereich, wo es heißt, heißes Wasser ist auf das Mahlgut gekommen. Jetzt kommt diese Blooming-Phase. Das Kaffee-Mahlgut, das quillt auf. Somit vergrößert es die Oberfläche. Somit werden mehr Aromen freigesetzt. Bla, bli, blub, blab. Im Endeffekt alles ganz egal. Er muss schmecken. Jedenfalls, das Blooming ist erreicht. Und jetzt wird nochmal mit dem professionellen Barista-Löffel. Barista-Löffel nachgegossen. Oh la 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 la. Jetzt kommt nicht nur für, ich möchte nur eine Tasse trinken, weil ich habe heute Morgen schon eine Tasse getrunken, sondern auch für alle Outdoor-Interessierten. Absolut. Und da ja Weihnachten auch irgendwann wieder vor der Tür steht, kann man aus 24 My Coffee Bags auch einen Kalender basteln. Habe ich zu verraten. Weihnachten kommt, Leute, es geht richtig los. Aber deswegen ist es nur ein was wir hier haben, sondern wir haben auch ganz viele tolle Cafés, tolle sortenreine Cafés, Single Originals, wie man auch so schön sagt, mit Projekten dahinter. Also gerade hat mein lieber Geschäftspartner Carsten einen Tansania gekauft, also einen Rohkaffee. Hammer. Der schmeckt nach Vanille und Rhabarber. Und das ist ein Projekt, was wir unterstützt haben mit dem Kauf des Rohkaffees. Haben wir jetzt gerade 1-2 Tonnen da. Ich bin gespannt, was daraus passieren wird, aber geschmacklich. So, also du siehst, es dampft. Es ist nicht so dünn, wie man denkt, sondern es ist, deswegen ist es auch mal ganz gut, so ein Glas zu sehen. Ja. Eigentlich ist es für alles cool. Selbst wenn du, also wir verkaufen ja Zeit in Tüten, ne? Und das ist ein Genussmoment, wo man sich mal einfach kurz Auszeit nehmen kann. Ich trinke seit vielen Jahren schon keine Milch mehr. Okay. Wenn dann nur noch Hafermilch oder Mandelmilch. Und ansonsten Blacky Black. Möchtest du Blacky Black? Weißt du, wer richtig Blacky Black gern trinkt? Ich glaube, der Robert. Der Robert. Hm. Der Robert ist auch so ein Kaffee-Junkie. Und weißt du, was ich nämlich heute gar nicht mit habe, Robert? Ich habe gar keine Milch mit. Super. Weil ich es einfach vergessen habe. Und wir ja auch vegan heute kochen.
Gut, dann hätte ich natürlich dort eine Hafermilch mitbringen können oder eine Mandelmilch oder was auch immer. So. Aber das fiel mir heute nicht ins Auge. Ich glaube, das sollte eigentlich dann für Robert reichen. Robert, passt das so für dich? Oh, der ist, der, habt ihr noch drei? Schnauze. Habt ihr noch drei? Sag mal, willst du noch mehr? Na gut, weißt du was? Kein Problem. Ich nehme den Barista-Löffel. Aber da musst du natürlich auch früher morgens, sagen wir jetzt beim Campen zum Beispiel, musst du auch schon eine ruhige Hand haben, ne? Ja, ich also wenn du mit diesem Barista-Löffel hier arbeitest. Ja, ne? Gut, aber der ist ja ausgewogen, der ist ja von dir konzipiert. Also von daher ist ja geil. Okay, so, warte mal. Jetzt brauchen wir nur noch hier. Jetzt kommt das wichtigste Move. Signature. Du nimmst das, lässt es nochmal auströbbeln, machst es wie eine Handtasche oder eine Tasche und dann, also nicht zusammendrücken, weil dann kommt ja das Mahl gut raus und dann schwubbeldiwupp in den Müll, die Tasse, das Glas nehmen, zum Robert drüber schieben und sagen Enjoy it. Enjoy the coffee, my friend. Und was wir nachher noch haben, ist ja, brauchen wir das heute, die Bialetti? Unbedingt, weil das erinnert mich jetzt hier an meine, die ungarischen Momente im Leben. Ungarische? Ja. Achso, na gut. Die ungarischen Momente im Leben, früh am Morgen gibt es bei uns den Kaffee. Like this. Ja. Und weißt du, was geil ist? Ich habe dir mitgebracht den Lieblings-Espresso von mir. Und das ist keine Gelabe, sondern das ist wirklich mein Lieblings-Cento. Cento. Cento. 100% Arabica. Leichte, nussige Pistazien-Nuancen. Leider geil. Und ich muss sagen, der ist es echt. Der ist für die Siebträger toll, für die Bialetti toll. Für die French Press würde ich nicht nutzen, weil es auf Espresso geröstet ist. Und ansonsten tippitoppi. Und diesen möchte ich gerne dann ganz offiziell dir schenken. Oh. Hier, irgendwas habe ich heute noch, das müssen wir dann auch noch überprüfen. Geschenke? Nee, Geschenke nicht, aber mir fiel gerade was ein. Okay. Aber dazu kommen wir dann später. Okay. Na? Jetzt kommt noch ein was, das ist auch noch ein Geschenk, weil wenn wir gerade bei Geschenken sind, sonst vergessen wir es. Und das muss man mal hier vor der Kamera, sonst heißt es gab wieder keine Geschenke. Halitsalz mit Kaffee, Bio, alles Bio, mit einer wunderschönen Handschrift von Salt and Friends gemeinsam konzipiert. Salt and Friends ist auf der Bautzener Landstraße, die liebe Fanny, die hat dort eine Salz, sage ich bitte nicht falsch, eine Salz, nicht Grotte, sondern Salzraum. Ja. Und da kann man nämlich auch Spirit genießen, Massagen, alles super, aber geht gerade alles nicht, aber die verkauft ganz tolles Salz und wir haben uns kennengelernt. Und sie hat diesen Schriftzug Salt and Friends selber geschrieben, weil... Sehr geil. Wenn es die Fanny sieht, die wird mich hassen. Mit der Fanny könnten wir in den Zirkus gehen. Die kann mit beiden Händen schreiben, aber spiegelverkehrt. Also wenn ich sage, hier Rizzo kocht, immer lecker essen, könnte die das wirklich mit beiden Händen parallel. Im das Zirkus wäre das eine richtig große Nummer. Fanny, das ist echt crazy, oder? Das ist richtig crazy. Und deswegen einmal mit Kaffee, einmal mit Lupine. Lupine, Hammer. Wir nehmen Lupine auf jeden Fall. Nochmal vielen Dank. Ne? Naja, ich weiß. Wir nehmen Lupine auf jeden Fall für unsere Kichererbsen. Kichererbsen Crunch. Den würde ich ganz einfach erstmal in deine Hände geben. Das heißt, ich habe jetzt hier Kichererbsen genommen. Die sind jetzt aus der Dose, was jetzt nicht verwerflich ist. Hab die ordentlich abgetrocknet. Und jetzt machen wir uns mit Olivenöl und dem Lupinensalz so eine schöne Marinade. Ziehen dort die Kichererbsen durch, ab aufs Backblech, ab in den Ofen und eine halbe Stunde schön crunchy, crispy backen. Ach, echt gut. Und das machen wir dann oben on top. Du, you are the man. Oder? You are the man. Machen wir das so? Das heißt, du kriegst hier eine Schüssel, hast du trotzdem auch noch ein anderes Leibgericht, sag ich mal, mit dem du... Ja, aufgewachsen bist. Leute, ich bin Schwabe. Spätzle. Echt? Ist so. Käsespätzle. Okay. Und das ist natürlich Käse, machen wir uns nicht vor, hat nichts mit vegan zu tun. Aber ohne Mist die geilsten Käsespätzle. Und Maultäschle. Maultäschle? Gibt es auch als vegan, aber leider nicht geil. Okay. Also gibt es auch gute, aber... Jetzt muss ich ja echt mal schauen. Also das sind so wirklich, also auch wenn ich jetzt alle Klischees erfülle damit. Käsespätzle und Maultäschle. Also isst du immer noch? Leidenschaftlich gerne. Und ich muss auch sagen, es gibt nicht viele Orte, wo man gute Käsespätzle essen kann.
Bei dir zu Hause wahrscheinlich, oder? Nicht da, aber ich gehe auch gerne also essen. Also lila Soße, muss ich wirklich sagen. Zum Boris. Schidi, zum Thomas, zum Schidi, oder? Ja, super Kirschspätzle, also wirklich. Und da ein alkoholfreies Hefeweizen, nichts, weil es Alkohol, muss gar nicht alkoholfrei, aber ein Hefeweizen, Kirschspätzle, Ciao Kakao. Hammer. Läuft. Also, gut, sportfrei, Käsespätzle, machen wir beim nächsten Mal. Schön mit Röstzwiebeln. Oh, Hammer. Und überlegst du mal, wenn du die richtig gut machst und die sind so knusprig und mehr braucht es. Also, ne? Und es gibt in vielen, ganz kurz, in vielen Sterne-Restaurants, ne? Gibt es Käsespätzle. Und nicht ohne Grund. Mhm. Wirklich so. Auch in Stuttgart, da merkst du, ein gutes Sterne-Restaurant merkst du an der Qualität der Käsespätzle. Lupinsalz, volle Rakete, ne? Weil die Kichererbsen an sich. Ja. Na? Ja, ein bisschen Pappe. Mhm. Und denen wollen wir jetzt einen richtigen Bums geben. Das heißt, du kannst dort voll, genau, dich austanzen. Aber ich glaube, da ist es besser mit der, naja, ist schon, ja. Und ich würde jetzt mal ganz einfach schon mal mich um den Couscous kümmern, oder? Dazu ein bisschen. Fünf Minuten später. Jetzt kommt wieder die Katze. Ja, die Folge hast du nicht gesehen. Ah, nee. So, wir nehmen uns jetzt hier den Couscous daher. Aber ich kann das jetzt hier reinknallen, ne? Ja, okay. Genau. Weißt du, was wir da auch noch mit dran machen? Die sollen ja ein bisschen spicy sein trotzdem, oder? Jeppa. Wir machen mal hier noch etwas Cayenne-Pfeffer dran, oder? Nice. Sag mal, ist das Cayenne-Pfeffer aus der Kollektion Rizzo kocht? Nee, der nicht. Wieso nicht? Weil Cayenne-Pfeffer ist nichts anderes eigentlich wie das getrocknet. Ja, ja, aber das ist weiter. Ja. Das heißt ja nicht nur, das kann ja jeder, aber es darum geht's ja nicht. Den Cayenne-Pfeffer gibt es bei mir im Shop nicht, das will ich dir schnell mitteilen. Okay. Ja? Habe ich da jetzt ein wundes Thema getroffen? Oder? Nee, gar nicht. Gut. Wollen wir vielleicht da noch ein bisschen bei der Lupine? Nee, machen wir nicht. Okay, cool. Wir nehmen uns jetzt die Pfanne hier daher und rösten mal noch ein bisschen Curry an, oder? Aber du weißt schon, dass die Dinger hier sich da reinpugeln, ne? Also. Das ist die Challenge jetzt. Yep. Du kannst auch eins machen, guck mal da drüben, Handschuhe. Stefan, du kannst im Prinzip das Lupinesalz und den Cayenne-Pfeffer da in diese Kichererbsen einmassieren. Spirit. Na? Mit den Spirit Fingers. Genau, du kriegst jetzt hier noch ein Blech von mir, ein Backblech. Vorsicht, das habe ich schon mal vorgeheizt. Jupp. So. Also das bitte nicht anfassen. Bitte Hot. Anfassen. Also weißt du was, Kai, dass wir hier das ja alles live aufnehmen, kann ich ja auch ein paar Sachen so sagen, da kommst du gar nicht drum rum. Ich habe mich sehr über deine Nachricht gefreut, so lass uns doch mal schnacken. Dann sagte ich mir, was will er? Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, das machen wir. Weil Kochen ist sowieso das Schönste gerade, was es gibt, gemeinsam, weil das, also du kochst ja nicht mit Arschlöchern. Plötzlich Ruhe. Nee, machst du ja nicht. Nein. Es sind immer. Können wir nochmal neu machen? Es sind immer wirklich Leute. Du kochst ja nicht mit Arschlöchern. Das sind immer wirklich Leute, die mir natürlich auch am Herzen liegen, ne? Also mit denen ich schon in eine Verbindung, ob es geschäftlich, ob es privat, einfach Leute aus meinem Leben. Und mich umgeben Leute in meinem Leben, mit denen ich natürlich auch Spaß haben möchte und auch geröstete Kichererbsen zubereiten möchte. Und keine Arschlöcher. Und keine Arschlöcher. Gut, das müssen wir nochmal fürs Protokoll sagen. Nein, Stefan, definitiv. Also ich kann das nur so erwidern für deinen Anruf und dem Signal, dass wir zusammen gemeinsam heute hier kochen. Logo, mega geil. Mega geil. Nee, weil erstens, da kann man wirklich mal, du, in der Küche bist du ja privat, da ist ja keiner und sagt, oh, ja. Also ich bin außer, da privat. Außer hier. Na, da ist ja gucken, muss ich das, aber ich soll es nicht drücken, ne? Nee, nicht drücken. Also, okay. Nur so schön vermengen und dann auch mal eine kosten, ob du jetzt noch Lupinesalz brauchst, weil du bist ja der Lupinensalz-Kerner. Der Auftragte. Okay, und? Soll ich mal was rein? Hm, bitte, ja. Wie viel Umdrehung, was denkst du? Ah, da muss doch noch einiges umdreht werden hier. Aber das Chili könnte ein bisschen mehr. Das Chili habe ich ein bisschen dann vermisst. Dann machen wir noch mehr rein. Super. Du weißt ja, Chili, Capsaicin,
Regt das Immunsystem an? Ah, ich dachte, brennt zweimal. Sorry. Ich dachte, das wäre so vielleicht ein Running Gag, so du und Robert. So, jetzt aber, super, oder? Jetzt aber reicht es. Jetzt nochmal Chili. Und noch ein bisschen Cayenne. Spirit Fingers. Jetzt machen wir aber hier, guck mal. Joppa, joppa. Weißt du übrigens, wer auch so super richtig gerne kocht? Meine Freundin. Wir kochen, also ganz kocht klar. Kocht ihr gemeinsam? Ja, viel. Aber ich gebe zu, sie kocht mehr, sie darf dirigieren und ich arbeite zu. Okay. Deswegen, ich darf immer schnibbeln und ich räume auf. Also deswegen muss ich manchmal gebremst werden, weil ich räume auch so schnell auf, so schnell kann keiner gucken. Okay. Das hab ich hier. Einen Schluck Wasser? Oh ja. Oder einen Schluck Kaffee? Nee, Wasser. Warte, ganz kurz. Gut, das war aber... Glas habe ich hier. Dort bei mir und da. Ich hab's jetzt, soll ich die Handschuhe... Lass mal noch ganz kurz an, bitte. Weißt du, wieso ich jetzt hier, das ist das gerade, was ich so... Was dich reizt? Mhm. Im Prinzip Curry, ne? Curry ist eine Gewürzmischung. Ich habe jetzt hier ein englisches Curry, also ein sehr mildes Curry. Mhm. Aber durch das Anrösten entwickelt sich natürlich der volle Geschmack. Mhm. Guter Tipp. Also Curry irgendwo einfach nur so... Uppala. Nur so irgendwie dazustäuben, bringt jetzt nie wirklich viel. Aber wer weiß das denn? Keiner weiß das. Und das ist ein Tipp, hätte ich nicht gewusst. Ritze kocht schauen. Da gibt es mal den einen oder anderen Tipp. Ja, das ist ein Goodie. Hast du jetzt nochmal probiert? Guck mal, du hast deinen Handschuh an. Ich mach das mal hier mit dem Löffel. Salz. Aber weißt du, wie wir den Salz jetzt noch mit reinkriegen? Also Lupine. Ja, leicht. Leicht. Ich mache mal noch 10 Umdrehungen. Mach. Und dann geben wir nochmal so eine richtige Bombe rein. Und zwar, jetzt kommt das Rizzo-Salz. Auch in deinem Shop erhältlich. Ja. Na, Logo. Aber nur begrenzt, weil die Salzmine ja versiegt ist. Ne? Das habe ich euch ja schon gesagt. Ach, hau mich weg. Aber wo ist es her? Pakistan? Nee. Salzburger Land. Ah. Da, wo ich sonst immer Skifahren gehe. Ach, nee, ist nicht wahr. Das ist ja unfiltriert, direkt aus dem Stein gebrochen. Das ist ja Staubgold. Also, wie heißt das? Wir haben uns vor uns gerade so über so Salzpreise unterhalten. Ne? Aha. Mal wie viel? Reden wir nicht drüber. Leute, wenn ihr jetzt noch eins kriegen könnt, greift zu. Gut, aber ich meine, das macht aber es limitiert es ja auch gerade. Da bist du auch ein pfiffiger Fuchs. Versiegt gibt es nicht mehr, gibt es nur noch wenige. Absolut. Ja, ist so gut. So, ich denke, das passt, oder? Ich auch, ja. Dann ab aufs Blech. Zischt das jetzt noch? Nee. Oh, ist so geil. So, reicht das so oder soll ich noch mehr verteilen? Du kannst gern verteilen. Zu Hause, wenn ihr jetzt nicht so ein Backblech habt aus dem Ofen, na, aus dem Ofen, dann macht bitte ein Backpapier drunter, ne? Weil das brauchen wir bei den Blechen jetzt hier nicht. Weil die extra Teflon beschichtet sind? Na, wir machen jetzt hier keine Verkaufsshow, ne? Für den Ofen. Aber ist es der Ofen? Was? Wie, wo, was jetzt? Rausschneiden, Schnitt. Jetzt sind wir wieder da. Was natürlich immer ganz wichtig ist, weil ich habe ja am Anschluss dann auch hier gleich noch eine Azubi-Fördergeschichte. Juppa. Und das allererste, was ich den Azubis immer mitteile, ist, das kennst du bestimmt auch von zu Hause, Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Jappa, mein Thema. Jetzt übergebe ich dir mal den Couscous. Hast du schon mal Couscous gemacht? Couscous-Salat? Ich habe dabei zugeschaut. Okay, wie ist denn deine Vorgehensweise? Oder wie wäre deine Vorgehensweise? Aber es muss jetzt quillen. Also wir brauchen wieder die Barista-Kelle. Mhm. Und weil sich das Volumen ja verändert, darf der Topf nicht kleiner sein als jetzt. Richtig. Sollte also größer werden. Richtig erkannt. Und man macht das dann, ach komm, zack, es ist. Ganz einfach, ich würde sagen, den Couscous komplett da rein, weil wir wollen ja alle satt werden, ne? Jeppa. Und dann probieren wir natürlich erstmal hier nicht den Couscous. Ich dachte, okay. Sondern hier mal die Currybrühe in dem Fall.
Oh. Ich habe auch schon gesehen, wie du das machst. Das machst du mit dieser, du machst das sonst immer so, ne? Ich habe auch lustigerweise. Da habe ich mich wiedererkannt. Wirklich? Ja, ich dachte auch so, ja, immer so. Das sieht irgendwie cooler aus. Na, so ist halt irgendwie, aber so, dann denkt man, aha. Aha. Naja, aber das ist so. Was sagst du? Ich, also, ja, lecker. Ich würde sogar so trinken. Das hat richtig Bums, oder? Also, aber das könntest du, aber wenn du das jetzt als Heißgetränk machen würdest, könnte man das auch einfach so trinken. Es ist ja nur Wasser, Curry. Es ist angeröstete Curry. Und es ist das Wasser. Und es ist auch noch zusätzliches anderes Wasser, weil nämlich da ja auch das Suppengrün drin ist. Genau. Also wir haben uns eine Gemüsebrühe angesetzt. Wo kaufst du das Suppengrün eigentlich immer? Wo ich die Ware kaufe? Ich kaufe sie bei Edeka Müller. Wo? Da. Bei Edeka Müller natürlich. Jeden Dienstag für alle Ritze Kocht Folgen danken wir natürlich auch. Wie immer. Finde ich cool. Den Sponsoren, den Leuten ganz einfach, die hier an dem Ritze-Koch-Projekt teilhaben. Ne? Mega. Und heute bist du ein Teil davon, Stefan. Und deswegen danken wir natürlich auch dir für den Kaffee, den du uns dann gleich kochen wirst. Noch. Bitte danken Sie der Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei. Ich bin ein kleines Kaffeebühnchen in dieser Kette. Genau, also dann liebe Grüße auch an den Carsten gehen raus. Ne? Perfekt. Brühe aufgießen zum Couscous und dann nimmst du natürlich die Gabel dazu. Ne? Die hast du da drin und dann rührt man die mit dem Löffel, sondern das macht man mit der Gabel, soll ich nur herziehen. Ne? Okay. Also vorher, da kannst du alles rein. Ne? Wir müssen da mit Sicherheit noch was nachgießen. Aha. So. So, und jetzt wollen wir natürlich den Couscous im Endeffekt, der soll ja... Ah, wie geil einfach das ist. Der soll ja natürlich auch ein bisschen noch was schmecken, noch was anderem, oder? Also wir haben jetzt hier viele Möglichkeiten. Klassiker sind natürlich Gurke, Tomate, Paprika, für die Freshness, ein bisschen Minzabrieb, ein bisschen Minzsaft. Olivenöl muss natürlich noch rein. Ja. Und ja, schön gehackte Petersilie. Ah, okay. Das ist jetzt so der Plan. Und dann werden wir uns schon mal hier den veganen Hirten. Aber was ist denn der gemacht? Der ist aus Kokosfett und Stärke. Ach, krass. Aber du wirst lachen. Der schmeckt geil. Erstens mal. Mm. Oder? Und zweitens, wir haben den ja schon mal probiert früher mit dem Zetschi. Ne? Hier, Grüße an den Zetschi, mein Bruder. Zetschi. Genau, schöner Feta-Käse, ne? Aber wie geil, oder? Es gibt Alternativen. Deswegen, wenn man es nicht weiß, dann ist es echt schade. Man muss es wirklich so tatsächlich mal probieren, keine Frage. Was ich immer mache, Kokosöl, seit einer Woche, Öl ziehen. Kennst du das? Ja. Ist zwar nicht so geil, also so optisch und das ist auch für den Mund, aber du hast den ganzen Tag einen tollen Geschmack im Mund. Wirklich den ganzen Tag, den ganzen Tag. Mit Kokosöl machst du das? Das ist aber dann so hart und dann muss es erstmal so weich werden und dann... Ja, und dann muss man das ein Tuch spucken und das dann wegschmeißen, nicht in die, ne, sondern weil das ja wirklich Bakterien, die ganzen Sachen, die ja nicht gut sind. Richtig. Und es macht die Zähne weiß. Ja. Schau mal hier. Oh. Geht das schon so schnell ab? Das ist ja der Hammer. Naja, das ist der Ofen. Das ist der Ofen. Gut, also, okay. Erstmal Gurke waschen. Ich denke, wir nehmen die ganze Gurke. Wir nehmen eine Paprika. Wir machen noch ein bisschen Chili rein. Nochmal Bums. Extra. Bums, ne? Was machen wir noch mit rein? Petersilie haben wir hier und Limette. Die würde ich jetzt mal flugs waschen. Und Cocktailtomate. So. Ich habe schon Olivenöl reingemacht. Hast du gemacht? Ja. Dann würde ich sagen, hier habe ich jetzt mal. Aber wir haben. Also grünen Spargel, so mein einfach. Guter. Let's go. Den grünen Spargel, den schmeißen wir jetzt natürlich nicht weg. Wieso auch? Warum auch? Ja, sondern. Ach, du willst ihn noch mehr. Alles hier ab in die Gemüsebrühe. Ja, die besten Verwerter sind ja alle Köche. Eigentlich, wenn du gut ausgebildet bist, weißt du, dass es eigentlich keine Müll gibt. So sieht's aus. Jetzt machen wir hier mal den Feta hier hoch, setzen den Spargel hier drunter, oder? Was meinst du? Setzen das hier drüber. Da gehst du mal schön mit Olivenöl da drüber. Also ruhig reichlich. Weiter. Jawohl.
So. Aber es ist auch das Gute, ne? Ja klar, Griechisches. Ich liebe Griechisches. Obwohl ich natürlich, oh, Entschuldigung, Asche auf mein Haupt. Alessio, Grüße gehen raus. Das sizilianische Olivenöl ist natürlich auch, also das ist das musst du probiert haben. Würde ich jetzt gerne machen. Weil wenn du... Warte, ich hole auch eine. Wenn du auch ein Ölzieher bist, mein Bruder, ne? Ach, kann man auch mit Olivenöl machen, Rapsöl und Sonnenblumenöl. Und ich trinke auch gern mal pur Öl. Ah, oh, wie geil. Aber das gibt es eben halt noch nicht im Edeka, deswegen haben wir hier... Alessio. Okay, Frage, was kostet so eine Flasche? Bist du mit 25 Euro dabei? Aber Hammer. Aber da gucken erstmal alle komisch, die nur kennen, dass es 2,50 Euro kostet. Ne? Richtig. Hat so eine leichte Schärfe auch drin, ne? Also hier müssen wir im Ofen... Aber es ist unfiltriert. Ja. Aha. Das ist auch das erste Olivenöl quasi, also erste Pressung vom letzten Jahr. Eieiei. Du kannst die Cocktailtomaten einfach mal am Äquator lang halbieren, weil da einfach mal auch ein besseres Schnittbild ist. Und wir nehmen jetzt natürlich auch mal hier, darfst du, ne? Jetzt kommt's drauf an. André? Ei. Das ist... Vor allem, die sind ja auch mit... Hast du das... Das ist... Wo kommt das dann hin? Kannst du hiermit verstreuen? Eieieiei. Ja, aber ganz kurz, aber die Messer kann man, also jetzt ich, also nicht, dass es jetzt falsch, aber die Messer, gute Messer sind ja wirklich nicht einfach zu finden. Und man will ja auch ein gutes Gefühl dabei haben. Man kann im Internet natürlich verrückteste Sachen kaufen, aber ein gutes, geschliffenes Messer ist ja schon eigentlich beim Kochen die Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung, ne? Also wenn du gerne kochst brauchst und das mit Leidenschaft machst, dann brauchst du natürlich und dann wirst du auch als erstes dir natürlich das Handwerkzeug oder das Werkzeug dazu zulegen. Und dann gebe ich den Tipp raus, ganz einfach. Schleifst du selber deine mit Messer? Diesen Messern. Also die japanischen Modelle ja. Ach, tatsächlich über drei Steine. Mhm. Und aber diese Messer, die gehen natürlich wieder zum Mike. Nach Pirna? Nach Pirna, in die Messermanufaktur. Und dort wird im Prinzip dann... Wo das Interieur über 100 Jahre alt ist. Mega, der Laden ist wirklich mega, also wirklich empfehlenswert, mal da reinzuschauen. Tomate mal probiert. Warte mal, 1900, nee, nicht 100 Jahre, 1930 war das Interieur? Irgendwas sowas war. Da müssen wir nochmal zurückspulen, da müssen wir nochmal reinschauen beim Mike. Es ist ja der Vorgänger, also das Vorgängerunternehmen ist ja über 200 Jahre dort gewesen. Die Ladeneinrichtung vielleicht Anfang des 19. Jahrhunderts oder 1930 so neu reingekommen. Kai, vielen Dank, dass ich dein Messer nutzen durfte. Mit dem allernötigsten Respekt möchte ich dieses Messer von der Tomate befreien. Genau, weil Tomate hat natürlich auch eine gewisse Säure. Ach so, das liegt nur an der Tomate. Also wenn das jetzt nicht die Tomate wäre, wäre es nicht so schlimm. Doch. Zitrone genauso. Also alles, was Säure hat, ne? Greift natürlich den Stahl an. Aber es geht nicht um allgemein, sondern es geht halt um Zitrone, Tomate. Ach so, und da ist man als Koch dann angepisst, also wo man sagt so... Also wenn du jetzt in einer gastronomischen Einrichtung, in einer Hotelküche oder Restaurantküche unterwegs bist und du nimmst dir einfach mal von deinem Kollegen das Messer weg, und machst hier dann mal kann schön. Der dich schon lynchen dafür. Wir reden ja von guten Messern. Genau. Und jetzt hast du, also dort merkst du natürlich am besten, ne, wie scharf ein Messer ist an der Tomate. Ah, ja, also wenn die dort durchgeht wie durch Butter, dann ist das immer ein Zeichen dafür. Wäre das der indirekte Tomatentest? Nee. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde ein geiles, also vielleicht, wenn das meine Freundin nicht, die muss das ja angucken, die sieht, sage ich nochmal, Franziska, ich wünsche mir immer noch ein Messer. Und wie heißen diese, was habe ich vorhin gesagt? Santoku. Santoku. Also am liebsten mag ich ja natürlich das kleine, also das mittlere Messer von denen da. Von denen hier? Von denen, also von der Rizzo-Serie.
weil das liegt richtig gut in der Hand. Das liegt wirklich gut in der Hand. Das ist ja fast wie so ein Zantugu. Genau, und das kannst du jetzt gleich mal testen. Und zwar nehmen wir uns die... Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss. Ne? Wo du das gesagt hast, weiß ich gar nicht, ob ich das alles richtig falsch und wenn man das vielleicht falsch aufdrückt und so. Pass auf, ich zeige dir das mal anhand der Gurke, weil wir brauchen natürlich auch noch Gurkenwürfel. Ah, da habe ich eine Frage. Ja. Gurke. Ich habe irgendwann mal gehört, dass man, wenn man eine Gurke schält, man die Richtung beachten soll. Ja. Ist das wahr? Also ich habe es jetzt nur schon mehrmals getestet, da streiten sich auch die Geister. Okay, es ist, okay. Uns wurde natürlich früher auch beigebracht, immer von der Blüte zum Stiel. Immer von der Blüte zum Stiel schälen. Also ganz kurz. Das wäre der Stiel hier, mhm. Ne, und hier wäre die Blüte. Ah. Wenn du das mal so nimmst. Warte mal, wir bauen es wieder zusammen. Das ist der Stiel. Nee, ja, andersrum. Also. Stiel. Das ist Blüte. Das ist nicht Blüte, Blüte. Ah, okay, alles klar. Und das ist Stiel. Okay. Ne? Und von der Blüte zum Stiel wird geschält. Ah, okay. So. Ist aber nicht so. Also ich habe es mehrmals getestet. Für mich spielte das keine Rolle. So, wir wollen jetzt im Prinzip schöne kleine Würfelchen haben. Und wir nehmen natürlich das Wasser der Gurke mit. Na, das heißt also mit Kerngehäuse. Du schneidest sie erstmal so in Streifen oder in Scheiben. Das ein bisschen zu groß ist, machst es halt noch kleiner. Und jetzt merkst du halt das Messer, ne? Flatschi, flupp. Wie das hier schön vorne die Spitze. Oh, ich könnte auch stundenlang zugucken. Ganz ehrlich, das ist schon, also. So, dann wieder so. Wichtig ist auch mit dem Messer nicht so kratzen, macht man auch nicht, ne? Und jetzt Tippeltabeltor schneiden wir. Aber jetzt mal ganz kurz, du würdest auch lieber Holz, aber du würdest jetzt nicht auf Marmor so schneiden, oder? Nee. Macht man ja auch nicht. Nee, wirklich. Also du magst denjenigen nicht, der dir das Messer geliehen hat. Genau. Okay, also eigentlich kann man das relativ nonverbal auch klären. Kann man machen, muss man aber nicht. Gurkenwürfel, ich würde sagen von der halben Gurke, hier mit rein. Ich kümmere mich um die Paprikaschote, schneide ich ebenfalls einen Würfel auch mit rein und zwischendurch gucke ich nochmal schnell nach unseren Kichererbsen. So. Und dann muss es ja auch irgendwann nochmal einen versprochenen Kaffee geben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich auch. Wie oft kommt es denn bei dir vor, dass du jemanden beim Kochen siehst und denkst dir einfach nur Ich denke mir einfach nur oh, Scheiße, was macht der da? Die. Oder wie ist es politisch korrekt? Männlich, weil Ihnen. Ich sage mir ganz einfach, du, viele Wege führen nach Rom. Okay. Und wenn das seine Interpretation des jeweiligen ist, was er da kocht, dann unbedingt soll er tun. Feuer frei. Ne? Sei denn, es ist wirklich fachlich komplett falsch, obwohl es kein richtig und kein falsch gibt. Oh, das wären jetzt aber ganz schöne Riesen. Ja, ich habe gehört, die Leute wollen was schmecken. Weil die geht ja nochmal ein. Aber dann ist es nicht mehr schön. Es sind die Halbmonde aus Marokko. Ah, okay. Also da hast du was dabei gedacht. Na klar. Es ist ja ein aus 1001. Ja. Couscous. So, also hier schöne kleine Paprikawürfelchen. Nennt man übrigens in Fachfranzösisch Brunoir. Psst, nichts mehr sagen, einfach nur wirken lassen, oder? Brunoir. Also auf halb gesprochen. Das nennt man hier bei uns Halbmonde aus Marokko. Aber Stefan, kommst du jetzt, das sind jetzt schon, was du geschnitten hast, sind jetzt schon fast Balken. Monde. Du, aber glaub mir, die werden, ist es für dich jetzt okay, weil, oder hast du damit jetzt versaut? Nein, es ist alles gut. Naja. Es ist alles gut. Geil, wenn dann die Kamera aus ist, heißt es. Aber das sind so Momente in der Küche zum Beispiel, ne, wenn der Küchenchef dir das so vorgegeben hätte, dann einmal neu bitte, ne? Oh, guck mal, wie das läuft hier, ey. Alter, ja, aber ich muss auch sagen, ich war auch neidisch, weil du hast es so durchgehackt und ich dachte mir, wie soll ich denn das lernen in diesen Eimer zeigen? Du kannst es auch immer versuchen mit dem großen Messer alles zu machen. Super. Nein, kein Problem. Warte mal.
Ich habe aber gelernt, man hat jetzt schon ein bisschen Schiss, ne? So, Berlin. So, was brauchen wir noch? Wir brauchten noch Petersilie, oder? Ich schnibbel hier nichts mehr. Schnibbelst du nichts mehr? Dann machst du mal den Nee, den doch. Du musst mir nur sagen oder sagen. Nee, du machst den Hirtenkäse zu Ende. Bei dem Hirtenkäse kommt jetzt einfach mal noch der Pfeffer schlechthin. Kennst du den überhaupt schon? Nein. Ist der hier? Das ist die Pfeffermischung Louis. Das ist die ja, ne? Ja. Da kannst du mal, genau, nimm mal da einfach eine schöne Nase. Ah, ist ein bisschen blöd, wenn ich das so schaukel. Interessant, wir machen ja auch Barista-Kurse. Gut, dass du fragst. Wir machen aber auch Sensorik. Sehr gut. Naja. Es gibt auch bei uns Barista-Kurse. Nee, und wir machen auch Sensorikkurse. Und da ist es sehr interessant, weil da auch bei Röstereiführungen, wenn man sowas, wir haben so kleine Geruchsdöschen, das sind solche Aromafläschchen, wo man so riechen muss. Ja. Ja? Und viele können ja nicht mehr riechen, weil das Problem ist ja, eine Schnittstelle mit einem Bild, mit einem Namen zu verbinden. Wie zum Beispiel, wir haben eine Geruchsprobe, das ist grüne Paprika. Und wenn es die Leute riechen, sagen sie, ich kenne es aber. Und wenn du dann sagst Paprika, dann sagst du, ja, stimmt. Und deswegen. Das ist, das sind drei Pfeffersorten. Aber Lavendel könnte mit ein bisschen dabei sein. Das ist, wenn du mal riechst und du wüsstest es nicht, was man ja natürlich weiß. Dann könnte man sagen, es ist Pfeffer. Hm. Pfeffer ist ja auch nicht gleich Pfeffer, so wie Kaffee wahrscheinlich nicht gleich Kaffee ist. Korrekt. Ne? Oder wie Salz nicht gleich Salz ist. Aber also der Pfeffer ist im Prinzip bengalischer Langschwanz Pfeffer, Kubebenpfeffer und Telicherry Pfeffer. Was war das erste nochmal? Ein Langschwanz Pfeffer. Ah, okay. So, machen wir hier ein bisschen was drüber. Der ist einfach mal pornös, ist der. Also wirklich mega geil. Ja. Was war das erste nochmal? Gut, jetzt machen wir frische Kräuter dazu. Korrekt, ja. Und zwar haben wir hier ein kleines Potpourri von frischen Kräutern. Stefan, das kannst du sehen. Und zwar brauchen wir davon etwas Rosmarin, etwas Thymian, etwas Salbei und ein bisschen Oregano. Das soll ich jetzt raussuchen, oder? Ja. Also, das ist Rosmarin. Jawohl. Und zwar in der Barkeeper-Szene, weil wir haben ja alle mal schon früher irgendwie gebarkeepert. Und wenn man der Sache noch mehr Aromen rausholen will, dann macht man nämlich ganz cool. Chaka, genau. Chak. Es kommt natürlich, sieht einfach cool aus und der Rest ist doch egal. So, dann ist das. Das der Kleine reicht. Ja. Mhm. Und das nehmen wir auch noch. Mhm. Reicht auch. Und noch was? Nee. Wie war da, oder? Das wäre Bohnenkraut. Ja. Ah. Und nimm noch hier das noch mit. Also nochmal für alle. Ich kann es ja auch sagen, aber sag's lieber du. Das ist? Thymian. Das ist? Salbei. Das ist? Wilder Majoran, auch Oregano genannt. Mhm. Und? Haben wir es doch schon, oder? Ja, haben wir es doch schon. Genau. Und du hast vor uns gerade schon ganz gut gezeigt mit dem Rosmarin. Das heißt, wir nehmen die Kräuter und nehmen die in die Hand und walken die an, also dass die ätherischen Öle sich schön entfalten können. Alles zusammen gleich in die Hand, hier drüber. Und gibst das so, genau. Einfach so klein machen? So ein bisschen auseinanderzupfen. Ah, jawohl. Ja. Jetzt schnappen wir uns noch ein bisschen was von dem. Aber so einfach, ne? Es ist ja wirklich nur, es ist ja nur ein bisschen, ja. Aber nicht dieses Riesengestängel muss ja nicht da, ne? Du kannst es mit reingeben, weil ich sag mal so, wir können es dann im Endeffekt wieder im Ganzen runternehmen. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen frischen Knoblauch. Ah. Warte, den will ich mal sehen. Oh, herrlich. Hier. Kann man das essen? Nee, also natürlich. Ja klar, aber so würdest du jetzt so eine essen? Also ich muss heute nicht mehr küssen. Ich finde ja Knoblauch auch geil, ne? Das Äußere ist ein bisschen derb. Ja? Mm. Aber hey. Ha. Heute küsst keiner mehr. Mm. Oh. Oh. Mm. Mm. Que gusto. De gusto. Muy bien. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die
Kichererbsen raus und schieben mal. Aber ganz, wo findet man denn, also immer ohne, ich kaufe ja auch Knoblauch, wirklich viel. Ja. Aber dann sind die ja schon immer so halb getrocknet, ne? Gibt es ja eigentlich immer auch im, also auch jetzt in dem Supermarkt deines Vertrauens eigentlich einen guten, mit guter Gemüseabteilung müsste das eigentlich haben. Definitiv. Echt? Bei Zwiebel, Knoblauch, Kartoffeln in der Ecke. Okay. Und den findest du halt lose, ne? Der ist halt nie abgepackt. Ich habe so eine Knoblauchpresse jetzt vor kurzem gekauft. Ist das gut? Ah, Röstaromen. Siehst du, wir haben uns verquatscht, Stefan. Lenkst du jetzt gerade ab wegen der Knoblauchpresse? Ja, wir haben uns verquatscht. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde die doch gut. Wollen wir hier nochmal gucken? Ja, die sind pikant. Lass uns doch mal gucken hier, oder? Die sind doch top. Naja, die äußeren sind ein bisschen Brandenburg schon. Ne, aber. Ja. Aber die anderen sehen noch toll aus, oder? Wenn wir jetzt in der Kaffeesprache reden würden, dann wäre das eine Zimtröstung, eine helle Röstung. Dann haben wir so eine schöne Kaffeeröstung und das ist so ein bisschen mehr Espresso. Und selbst da gibt es noch mehrere Abstufungen von französisch, italienisch, spanischer Röstung, also gesponnen. Es geht immer noch dunkler. Deswegen, also bevor das richtig verbrannt ist, dauert es. Kann aber auch sehr kurz gehen, dieser Moment. Da sollte man Erfahrung sammeln. Weil in der Küche bedeutet verbrannt. Teuer. Teuer und natürlich Bitterstoffe, die natürlich keiner braucht. Na? Bei uns ja beim Kaffee auch. Jetzt schieben wir hier noch den Käse in den Ofen, bitte. Läuft. Siehst du, da haben wir es doch schon fast. Jetzt brauchen wir bloß eine gehackte Petersilie und einen frisch gekochten Kaffee. Da würde ich sagen, du setzt einen Kaffee an, ich hack die Petersilie, oder? Soll ich das noch erklären, wie das jetzt hier geht? Ja, bitte unbedingt. Okay. Weil, sagen wir, so eine gewisse, also für Gäste, die mich in Ungarn besuchen kommen, ne? Zum Beispiel, und trinken dann mit mir den Kaffee. Kaffee. Den Kaffee, Kaffee. Die Ungarn sagen Kaffee. Ne? Weil du jetzt, sagen wir, ungarische Wurzeln hast? Ich bin halber Ungar, ja. Ja, das weiß doch keiner, muss man auch mal sagen. Das wissen die da draußen, wissen das alle. Ja, aber die Neuen wissen es ja vielleicht nicht. Die Neuen wissen es noch nicht. Oder man denkt vielleicht, dass sie es wissen, aber wir müssen es nochmal kommunizieren. Ja, also, für alle, die es noch nicht wissen, Rizzo ist natürlich ein halber Ungar mit Herzblut. Deswegen hat er nämlich auch hier, wo steht's? Ne, hier habe ich es nicht. Paprika im Blut. Ne? Also, Grüße gehen raus nach Ungarn. Siehst du? Wieder was von uns gegeben. Ja, was denkt man, dass ja alle wissen, aber. Und genau nochmal zu dem Thema Kaffee zu kommen, für die ist das übelst bitter. Ah, weil du anderen trinkst. Was trinkst du? Das, was weg muss? Naja, im Endeffekt Arabica oder Robusta? Malgrad, ich meine, es sind ja viele Faktoren. Es ist ja das Wasser, es ist der Kaffee, es ist der Malgrad, es ist die Zubereitungsart. Also deswegen ist es ja immer leicht gesagt, aber du kannst aus dem tollsten Kaffee auf der Welt ein Produkt machen, was nicht so lecker schmeckt, wenn es falsch zubereitet worden ist. Ich bin mit dem Bitterstoff. Entschuldige, ich bin mega gespannt jetzt. Ich finde das gut mit dem diesen Druck aufbauen. Mhm. Kann man immer gut arbeiten. Du hast den Druck bei mir aufgebaut, quasi, dass wir heute vegan miteinander. Ja, gut. Habe ich auch kurzfristig ja gesagt. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich bin flexibel. Der Punkt ist, jetzt kommt auch wieder die Barista-Kelle, die man übrigens in deinem Shop auch bestellen kann. So, man sollte es. So ein bisschen. Das macht übrigens meine Susi immer einen Tag vorher schon. Also vorm Schlafengehen. Die bereitet unsere Kaffeemaschine schon vor. Jetzt kommt bestimmt. Kommt eine völlige Überraschung. Achtung. Man glaubt ja kaum, aber die Aromen sind ja nicht festgeklebt. Mhm. Ab dem Punkt, wenn Sauerstoff dazukommt, verfliegt der Geschmack. Deswegen ist es immer schön, wenn ich das höre, wenn jemand sagt, naja, also ich bereite das schon vor. Also sagst du, ist das nicht korrekt? Ich sage, es ist genauso korrekt, weil im Endeffekt, ohne Mist, und da werden Leute lachen, die das schon mal gehört haben. Es soll immer demjenigen schmecken, der die Tasse hält. Mhm. Und von daher, du, wenn es deine liebe Frau so macht und du das sagst. Und Susi wird das mit Sicherheit immer weiter so machen. Susi,
Korrekt. Uhu, Susi. Da. Also. Du nicht. Ich wollte gerade sagen, was soll ich? Franziska. Du darfst natürlich auch gern, ne? Also hier. Du schaust dir das da bestimmt dann nächste Woche wirklich auch tatsächlich an, was wir hier gemacht haben. Sie ist auch meine mitstärkste Kritikerin. Also von daher. Francesca. Übrigens, wir nehmen jedes Mal einen neuen Löffel. So wie sich das gehört. Warte. Lecker. Wirklich einfach lecker. Lassen wir so, oder? Ja, mega. Also, ich würde noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Olivenöl reinmachen. Das können wir gerne machen. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich habe Knoblauch ohne Ende. Oder? Ja. Wollen wir mal den Robert fragen oder erstmal mit dem Kaffee neutralisieren? Wir gehen in den Bereich Kaffee über. Hey, guck mal, Stefan, was meinst du? Hat das nie was? Oh, Hammer. Aber ich muss sagen, das ist so einfach gewesen. Also wirklich nur den Spargel und die Tomaten und das vegane Feta. Geil. Also, pass auf. Wenn der Kaffee dann soweit ist, so viel Zeit haben wir ja noch, den können wir jetzt hier ausmachen, ne? Weil der macht jetzt hier alleine seinen Muttelchen. Den Ofen schalten wir einfach aus. Und ich warte auf das Geräusch. Also bei uns kann man sehr viele Sachen im Shop kaufen, beziehungsweise auch bei uns in der Rösterei kaufen. Also kaufen kann man aktuell bei uns. Aber natürlich... aber da riechst du... warte. Aber... Geht, Robert? Also ich muss sagen, mich freut es. Espresso Cento. Cento. Träumchen. Was immer schön ist, wenn du den so einschlürfst, das machen wir auch immer bei so Cuppings, das ist immer ganz lustig, dann wird ja immer mit dem Little hört sich an wie ein Schweinestall, aber es geht wirklich um das, die Feuchtigkeit in der Mundhülle zu verstreuen, um mehr Aromen rauszuholen. Und dann ist halt wichtig, du merkst auch hier schönen Nachgeschmack, ne? Ja. Der ist so richtig, da hast du einen richtig puren Kaffeegeschmack. Mit Knoblauch. Das ist so schön, dass man sich, wir unterhalten uns ja nur gerade über Kaffee, ne? Und das ist so schön bei diesen Sensorikkursen, die wir machen. Dann ist halt. Macht ihr eigentlich Sensorikkurse? Falls du mich fragen solltest, ob wir Sensorikkurse machen, machen wir. Aber dann sind halt so 5 bis 10 Kaffees dabei und man unterhält sich nur über Kaffee. Und das ist so cool, weil die Qualität bleibt die ganze Zeit konstant. Gut, jetzt Schluss aber. Mit Schnacken. Jetzt. So, jetzt wird zubereitet. Fische. Und zwar, du kannst bitteschön, wir müssen ja den Feta hier noch mit auflegen, ne? Und den Spargel. Wollen wir das vielleicht vorher machen und dann den Couscous drauf machen? Du sagst das. Also, you are the man. Raus damit. Also das muss ich sagen. Das ist mal mega. Das ist uns heute echt sensationell gelungen. So, packen den erstmal beiseite so ein bisschen. Ne? Künstler. Warte mal. Aber was ist das jetzt hier? Der verfärbt sich. Ach. Was aber nicht schlimm ist. Also den kannst du trotzdem essen. Sieht ein bisschen komisch aus. So, wir machen das mal hier so, oder? Wollen wir den so im Ganzen drauflegen? Wir legen den im Ganzen drauf, weil wir es können. Oder? Korrekt. Geil. Guck mal. So, und jetzt kommt aber gleich dein Part. Machen wir das hier so rein? Na klar, klar. Und dann schön bis, naja, bis oben hin eigentlich. Jetzt ganz filigran, sauber. Es war ja klar, dass es hier nicht wird. Und ich hol mir mal hier ein paar. So, guck mal, hier sind unsere. Oh, diese, aber dass die so knackig sind. Oh ja. Uwa. Ha. Das gibt der Sache so ein bisschen Biss. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen von der Tomate drüber, oder? Stefan. Das war für mich ein richtig, richtig geiles Wiedersehen. Und das ist nicht gelogen. Und hier, übrigens, macht ihr, macht ihr Verkaufstrainings, macht ihr Sensorik? Interessante Frage. Macht ihr Barista-Schulung, macht ihr, was macht ihr alles?
Ganz kurz und knapp in einem Satz. Wir machen alles, was mit Kaffee zu tun hat. Vielen Dank. Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei, Carsten Lehmann und Stefan Meyer-Götz. Riesig. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Jetzt schmecken lassen, definitiv. Guten Appetit. Und dann trinken wir auf jeden Fall noch einen Kaffee. Also ihr Lieben, schaut rein und hier Daumen nach oben, Kommentar schicken. Du bist auch Instagram, Facebook seid ihr unterwegs. Wir sind so richtig. Also Social Media ist also unser Zuhause. Frei, ne? Schaut mal rein beim Attacke. Stefan. In diesem Sinne, macht's gut. Bye, bye.